Moin Moin und hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Aufgebaut-Video auf unserem Kanal. Heute gucken wir uns das Kobi-Set des Tigers an. Trotz der nur 1350 gebauten Exemplare war der Tigerpanzer oder ist der Tigerpanzer vielleicht das bekannteste oder eins der bekanntesten Fahrzeuge des Zweiten Weltkrieges. Kobi hat sich diesem Thema angenommen und zwei wunderschöne Modelle gebaut. Vorab bei uns im Video beschäftigen wir uns heute mit dem Kobi-Set 3000B und zwar nicht aus der Historical Collection, sondern aus der World of Tanks Version. Warum? Ist ganz einfach. Ich wollte den gerne in Grau haben. Es gibt noch ein Modell von Kobi, was beige ist, was an dem Tigerpanzer angelehnt ist, das im Museum of Great Britain steht. Dort wird der echte Tiger, den man damals in der Wüste gefunden hat, ausgestellt, auch fahrbereit gehalten. Aber für meine Sammlung und für mein Bauempfinden fand ich einfach das graue Modell deutlich schöner und dementsprechend habe ich es mir einfach gekauft. Das Set besteht aus 545 Teilen, einem vollbeweglichen, drehbaren Turmgeschütz, zwei zu öffnende Luken für Besatzung, obwohl nur eine Figur dabei ist, aber das tut der ganzen Sache keinen Abbruch. Und eine Motorklappe im hinteren Bereich, die auch zu öffnen ist, falls der Antrieb mal kaputt geht. Bauen war wieder wie bei dem U-Boot einfach klasse. Super wertig, super stabil, super schöne Teile dabei. Hier oben Lüftungsgitter sind wirklich genoppt, die Auspuffanlagen sind schön gemacht, die Teile sind fast alle bedruckt, es waren Aufkleber und Dekorbogen dabei, womit man halt das Tiger-Schriftzug oder Logo der Armee draufkleben kann. Das muss man nicht, man kann ein bisschen individuell gestalten, es gibt also wirklich Auswahlmöglichkeiten dabei, aber insgesamt war es einfach wirklich toll zu bauen und auch die Ketten, es ist also komplett fahrbereit, es dreht sich, macht sich, tut sich, ist wirklich cool. Größe? Für euch 29 cm lang, 12 cm hoch und knapp, ich glaube 900 Gramm, also knapp ein Kilo schwer. Da ist wirklich, wirklich, wirklich Wumms hinter. Und bei 545 Teilen und einem Verkaufspreis von ungefähr 35 Euro, wir verlinken das mal hier unten auch in den Shownotes, wenn ihr Bock auf dieses Modell habt, könnt ihr uns ein bisschen unterstützen mit dem Affiliate-Link. Knapp 6 bis 7 Cent pro Teil und das ist wie bei dem U-Boot leider einfach ein unschlagbar guter Preis. Besonderheit bei dem Set ist, für uns jetzt nicht so richtig interessant gewesen, dass es von unserer World of Tanks Version ist. Achtung, der Karton wackelt. Das heißt, ihr habt mit diesem Modell, was ihr euch kauft, noch einen 3-Tage Premium-Account für World of Tanks, inklusive Large Repair Kit und Chocolate, was immer das heißen mag. Ich weiß es nicht, wenn wir World of Tanks Spieler bei uns in der Community haben, postet es mal unten in die Comments, was damit gemeint ist. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn es für euch interessant ist, schöne Dreingabe, muss man jetzt nicht haben, bin ich der Meinung, aber naja. Der Aufbau von dem Modell fand diesmal nur in zwei großen Tüten statt. Relativ klar und simpel strukturiert, Anleitung wieder ohne Wünsche und ohne Fragen, wirklich gut zu machen. Im ersten Schritt hat man den Unterbau letztendlich zusammengesetzt, inklusive der Antriebsräder, plus die Glieder und die komplette Verkleidung. Im zweiten Teil war dann halt Anbauteile und der Turm, der letztendlich drauf kam, der wirklich auch, man sieht es auch, wirklich gut designt ist. Man kann ja quasi ein Sofa stellen, man kann ihn drehen und wenn man sieht, da ist nicht irgendwas gefummelt oder einfach hier zusammengesteckt, sondern das ist richtig massiv. Also da fällt auch nichts ab oder kaputt und wenn man hier so macht, wirklich, wirklich cool. Und der wird nachher einfach draufgesetzt. Aufbauzeit für geübte Bauer 2 Stunden um den Dreh. Ich habe mir ein bisschen mehr Zeit gelassen, weil es einfach Spaß gemacht hat, gerade auch diese Kettenglieder zusammenzusetzen. Schön, ich glaube 42 Stück abzuzählen, macht dann auch Spaß, weil man hat glaube ich noch 2 oder 3 Kettenglieder Ersatz, also nicht einfach aufteilen, Hälfte, zusammenklicken und nachher wundern, warum das Ding wieder abfällt. Kleiner Tipp, es gibt wohl Menschen oder Aufbauer, die beschweren sich unter anderem bei Amazon, dass das Fahrzeug nicht fahrbar wäre und nicht spielbar wäre. Das liegt daran, dass ihr dann die Kettenglieder falsch herum aufgezogen habt, das heißt die Noppen, hier drin sind so kleine, Noppen, man sieht es ja gleich im Bild,
Die müssen natürlich nach innen zeigen, damit auch die Räder das Ganze erfassen können und die Kette auch zum Bewegen bringen. Wenn ich das andersrum mache, dann steht das Ding wie auf Stelzen und es fährt natürlich kein bisschen. Insgesamt ist es aber wirklich spielbar, dieses Modell. Und wenn man schon zwei, drei andere Kobi-Sets hat, kann man damit eine schöne kleine Armee auf den Boden oder auf den Tisch bringen, die man sich einfach gut anschauen kann. Insgesamt super schönes, klassisches Modell. Mit Sicherheit nicht das letzte, was bei uns oder bei mir auf den Tisch kommen wird. Von meiner Seite aus klare Kaufempfehlung, Preis-Leistung absolut top, Detailgrad super schön und mal wieder einen zufriedenen Kobi-Daumen nach oben. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst es, danke für die Kommentare, für die Daumen und für die Abos, denn das ist die Unterstützung, die wir brauchen, um den Kanal ein bisschen weiterzubringen und auch größer zu machen. Und ja, bleibt dabei, wir sehen uns beim nächsten Mal.